So, hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich bin häufiger gefragt worden, ob ich nicht mal was zum Wasserkreislauf machen kann. Und das werde ich jetzt genau tun. Und da jetzt die Sonne demnächst mal wieder weg ist, häufiges Schicksal bei mir, fasse ich mich kurz, was die Anmoderation angeht und komme gleich zur Sache. Da kann ich mich nämlich nicht mehr kurz fassen, wissen wir alle. So, nämlich folgendes. Wasserkreislauf, was ist denn das? Das ist der Zyklus, in dem Wasser, ganz grob, mal ganz kurz gesagt, damit wir wissen, wovon wir reden, vom Ozean irgendwie aufsteigt, weil von der Sonne heiß gemacht wird, als Wasserdampf aufsteigt, als Wasserdampf nach oben steigt, da dann irgendwie eine Wolke bildet, die wird dann vom Wind irgendwo aufs Land transportiert. Da kann es dann durchaus kühler werden. Die Luft zieht sich zusammen, die Wolke tritt mehr aus als eben entsprechend Wolke, wird schwerer, einfach dadurch, dass so viel Wasser da ist und irgendwann ist das Wasser so schwer, dass es halt runterfällt in Form von Tropfen und dann regnet es irgendwo. So, wenn es regnet, wird ein Teil vom Wasser vom Boden aufgenommen, landet im Grundwasser. Ein Teil vom Wasser wird nicht vom Boden aufgenommen und fließt einfach runter, ist ein Fluss. Teilweise fließt dieser Fluss irgendwo hin, wo es eine Senke gibt in der Landschaft, dann gibt es da einen See. In dem Moment ist der Wasserkreislauf vorbei, weil ein See wird wieder in der Sonne heiß, das Wasser dampft ab, bildet eine Wolke über dem See, wenn der groß genug ist. Wenn nicht, gibt es halt eine sehr, 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 sehr kleine Wolke quasi, die man gar nicht sehen kann. Im Fall vom Bodensee, der kann schon mal ein kleines Wölkchen hinkriegen. Im Fall von einem Baikalsee, wenn es da jetzt wärmer wäre, dann wäre der langsam schon mal relevant für Wolkenbildung. Ja? Oder eben, es landet nicht in einem See, sondern fließt mit dem Fluss weiter, bis es halt wieder im Meer landet. Und dann wird es dann irgendwann wieder verdunsten und wieder als Wolke aufs Land und wieder abregnen oder schneien oder hageln. Kommt in jedem Fall runter und dann geht das ganze Spiel wieder von vorne los. Also, das ist grob gesagt der Wasserkreislauf, zu dem kann man aber noch ein bisschen mehr erzählen. Und dafür müssen wir jetzt noch ein paar Dinge wissen, die da vorher mal eine Rolle spielen. Denn, ich finde, die sind wichtig. Nämlich, wesentliche Grundregel für alles Nachdenken übers Wasser auf dem Planeten: die Wassermenge des Planeten ist konstant. Wasser kann weder wirklich verbraucht, im Sinne von es ist dann weg, noch hinzugewonnen werden, im Sinne von wir haben dann mehr Wasser. Das geht beides nicht so richtig, jedenfalls nicht langfristig. Nur sehr kurzfristig kann man dann Wasser wirklich mal aus dem Kreislauf nehmen. Sehr kurzfristig in globalen Maßstäben. Ja? Also von mir aus für ein paar hunderttausend Jahre meinetwegen. Aber dann ist auch Schluss. Ja? Also nicht sehr lange. Langfristig gesehen, also so in Millionen-Jahre-Bereich, landet das Wasser früher oder später dann wieder im entsprechenden Wasserkreislauf, der mit dem großen Speicher für Wasser, allen Wassers auf dem Planeten, dem wesentlichen Speicher, beginnt, nämlich den Ozeanen. Ja? Das bedeutet, zum gewissen Teil kann man sich da mal Gedanken machen, wenn mal wieder die Rede ist von wir müssen Wasser sparen und den Wasserverbrauch reduzieren. Man kann Wasser nicht verbrauchen. Man kann es woanders hin transportieren, man kann den Aggregatzustand umwandeln. Beispielsweise, wenn wir Wasser kochen, dann fliegt es davon. Wenn wir Wasser ausschütten, dann fließt es davon oder versickert. Wenn wir Wasser einfrieren, dann können wir es meinetwegen auch wegwerfen als Klotz, aber früher oder später landet es dann doch wieder entweder in der Luft, über der Luft, dann vielleicht wieder im Meer oder über der Luft irgendwo anders auf Land, wo es dann doch irgendwann wieder in einem Fluss landet und dann irgendwann doch auch wieder im Meer. Ja, also man wird das Zeug nicht los. Auch wenn du es trinkst, naja, dann schwitzt du, dann atmest du es aus, ja. Atemluft ist feucht, wissen wir alle. Das ist der Hauptteil, wofür wir übrigens Wasser verbrauchen, wenn wir was trinken. Ja, man trinkt nicht 3 Liter am Tag und geht dann auch wieder 3 Liter pinkeln, sondern relativ wenig davon wird tatsächlich als Urin abgegeben. Das allermeiste atmen wir aus und einen geringen Teil verschwitzen wir noch. Je nach Situation verschwitzen wir auch einen sehr, sehr großen Teil, wenn halt wirklich extrem bolle heiß ist. Das gilt für andere Tiere ähnlich, nur dass die weniger schwitzen. Der Mensch ist ein sehr stark schwitzendes Tier. Kaum ein anderes Tier schwitzt so viel wie wir. Schön, nicht?
Also man wird das Zeug nicht los. Das ist wichtig. Ja? Das hilft uns in der Praxis nicht wirklich weiter, aber man kann da mal sehr lange und sehr intensiv drüber nachdenken, was das für manche Sachen und für manche Aussagen bedeutet. Und wenn man gerade auf Details Wert legt, sind so Themen wie eben Wasserverbrauch wirklich was, wo man mal schön drüber nachdenken kann. Ja, ich meine ja nur, muss man natürlich auch nicht. Da muss man schon komisch drauf sein, so wie ich. So, das Problem mit dem Wasser ist jetzt folgendes. Tiere, Pflanzen, bis auf einige wenige Ausnahmen und entsprechend spezialisierte Ozeanpflanzen und entsprechend spezialisierte Ozeantiere, jedenfalls das Zeug, was an Land so unterwegs ist, das braucht Süßwasser. So, und wo gibt es Süßwasser nicht? Ja, im Ozean. Und leider, und dazu kommen wir jetzt zum springenden Punkt, macht der Ozean oder die Ozeane, die aber halt alle zusammenhängen und deswegen kann man auch von dem Ozean sprechen, wie ich finde, macht nämlich leider 97% unseres gesamten globalen Wassers, soweit wir es wissen. Es gibt noch ein bisschen was in der im Erdinneren, von dem wir eben nichts wissen. Deswegen wissen wir nicht, wie viel das ausmacht. Deswegen ignorieren wir es jetzt einfach mal. Woher wissen wir, dass es im Erdinneren noch welches gibt? Na, es gibt Vulkane und die geben unter anderem auch Wasserdampf ab. Wo soll der herkommen? Ja, von unten. Also muss da noch irgendwo was sein. Aber wie viel das ist, weiß keiner. Egal. Jedenfalls 97% unseres Erdoberflächenwassers ist in den Ozeanen drin und damit ist es Salzwasser. Und das kannst du weder zum Waldgießen verwenden, noch für den Gemüseanbau, noch selber trinken, noch irgendwas anderes an Land damit anfangen. Denn all unsere Landökosysteme sind eben süßwasserbasiert. Mit Salz kommen die nicht zurecht. Warum nicht? Naja, es gibt schlicht kein Salzwasser an Land, weil das Wasser, was am Land landet, wir hatten ja eingangs schon ganz kurz den Kreislauf durchgesprochen, ist Regen und im Regen ist das Salz nicht mehr drin, sondern das bleibt nämlich im Meer. So, 3% des global verfügbaren Wassers sind also Süßwasser und die teilen sich jetzt auf in 68,7% Eiskappen und Gletscher und 30,1% Grundwasser. Viel ist da nicht mehr übrig, werdet ihr jetzt feststellen. Genau, da ist auch nicht mehr viel übrig, weil wir haben noch 0,9% unter anderem Wasserdampf in der Atmosphäre und noch so ein paar ganz kleine andere Quellen, die wir jetzt einfach mal vernachlässigen. Was heißt Quellen eben nicht, senken eigentlich. Und gerade mal 0,3% vom Oberflächenwasser sind dann Seen, Sümpfe und Flüsse, nämlich 87% Seen, 11% Sümpfe und lächerliche 2% Flüsse. So, und damit wissen wir dann auch, wie sich das Wasser auf dem Planeten verteilt. Und wenn wir jetzt eben des Weiteren wissen, dass wir nur gerade mal 3% Süßwasser haben und davon dann auch noch etwas mehr als 2/3 in Eiskappen und Gletschern drin stecken und fast alles andere als Grundwasser irgendwo im Boden hängt, dann kann man sich schon mal Sorgen machen, ob das bisschen Oberflächenwasser, was für uns inländisch wohnende Menschen, die eben auf dieses Zeug angewiesen sind, dass das mal möglicherweise ein bisschen knapp werden könnte. Und das ist nicht nur in der Theorie so, sondern natürlich auch in der Praxis. Selbstverständlich ist das dann knapp. Ja, und wenn man davon nur recht wenig hat, dann spielt auch das Thema Wasserverbrauch eine gewisse Rolle. So, jetzt gehen wir mal auf den Wasserkreislauf im Detail noch ein bisschen genauer ein. So, für den primären Wassertransportprozess, nämlich Verdunstung aus dem Ozean und Abtransport über Land, wo es dann irgendwie wieder runter niederschlägt, hagelt, schneit oder regnet, also niederschlägt, muss man Folgendes wissen. Es gibt zwei wesentliche Begriffe, die für Wassertransport in der Luft eine Rolle spielen. Und wenn das Wasser über dem Ozean verdampft und als Wasserdampf hochsteigt, dann tut es das durch die Luft. Und wenn es dann als Wolke abtransportiert wird, dann tut es das durch die Luft. Wasserdampf kann nicht ohne Luft, also den sonstigen Bestandteil der Luft. Ein gewisser Anteil von Wasser kann man durchaus auch als Luftbestandteil sehen, wenn man so möchte. 100% trockene Luft hat man selten, also 0% Luftfeuchtigkeit. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass es da wichtig ist, mal zu unterscheiden, welche zwei Faktoren bzw. welche zwei wesentlichen Begriffe bei Wasser in der Luft eine Rolle spielen. Ja, und das sind einmal die relative Feuchte und einmal die absolute Feuchte.
Die absolute Feuchte lässt sich relativ simpel erklären. Die meint nämlich die Gesamtmenge von Wasser oder Gesamtmasse von Wasser, je nachdem wie man das definieren möchte, die in einem gewissen Menge Luft vorhanden ist. Absolute Feuchte ist also ein Begriff, der für die Ökologie meistens relativ, ja, manchmal ist er auch ganz wichtig, ja, weil, nehmen wir mal an, du hockst irgendwo in einem Gebirge und wartest auf Regen und da kommt jetzt eine Wolke entsprechend an, die sehr, sehr viel absolut Wasser enthält. Sprich, es ist eine Wolke, die so richtig, richtig, wo so richtig viele Liter Wasser drin sind und wenn die Wolke abregnet, dann kommen, keine Ahnung, 20 Liter pro Quadratmeter unten auf dem Boden an, weil das eben eine Wolke mit absolut viel Wasser drin ist. Ja, dann ist das schon relevant. Wenn es eine Wolke ist mit absolut wenig Wasser drin, dann kommt halt nur 0,1 Milliliter oder Liter pro Quadratmeter eben entsprechend unten an. Ja, das spielt also so gesehen schon eine Rolle, ist aber für das weitere Verständnis der Prozesse des Wassertransports für uns jetzt nicht ganz so wichtig. Für uns viel wichtiger und ökologisch deutlich relevanter für die meisten Sachen. Also nicht, dass die absolute Feuchte unwichtig wäre, ja, aber wir brauchen jetzt die relative Feuchte. Und um die zu verstehen, müssen wir uns Folgendes klar machen. Luft, ja, was hier so um mich rumwabbert, die besteht aus einem Gitter, ja, von Molekülen. Da Luft immer gasförmig ist, es sei denn, man hat eine sehr, 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 sehr kalte Gefriertruhe, und zwar wirklich, wirklich, wirklich kalt, dann ist Luft nun mal gasförmig und die Gasteilchen, die einzelnen Moleküle, die in Luft eben nun mal drin sind, meistens ist es Stickstoff, relativ oft ist es auch mal ein Sauerstofflein, das ist auch gut so, dann ist mal ein Wasserstofflein dabei, hier und da mal ein Edelgas und ansonsten noch diverse anderer seltener Krempel. Feinstaub zum Beispiel. Und diese Partikelchen, die schwirren da jetzt in einem gewissen Abstand zueinander rum. Warum tun sie das? Naja, weil sie eine gewisse Anziehungs- und Abstoßungswirkung zu den anderen Teilchen in der Luft entsprechend haben und das ist temperaturabhängig. Wenn wir also kalte Luft haben, dann sind die Teilchen in der Luft nah beieinander, vergleichsweise nah. Wenn wir warme Luft haben, dann sind sie vergleichsweise weit auseinander. So, und jetzt hat eben dieses Gerüst aus Luftteilchen die Eigenschaft, dass zwischen den einzelnen Teilchen eben noch Platz ist, um zum Beispiel ein Wassermolekül einzulagern. Und haben wir es jetzt mit 40 Grad heißer Luft zu tun, dann passen da relativ viele Wassermoleküle zwischen zwei andere Luftmolekülchen und dann tuk, 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 kriegt man da recht viel Wasser rein. Haben wir es aber hingegen mit minus 20 Grad kalter Luft zu tun, ja, dann sieht die eher so aus und da passt dann vielleicht höchstens noch ein Wassermolekülchen rein. So, und das ist jetzt dahingehend interessant, weil bei, sagen wir es mal, 20 Grad heißer Luft passt meinetwegen pro Kubikmeter 100 Milliliter Wasser rein. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt, aber jetzt tun wir einfach mal so, als wäre das so. Ja, und wenn wir dann eben entsprechend in unserem Kubikmeter Luft, der 20 Grad warm ist oder heiß, je nachdem wie man möchte, wenn wir da 50 Milliliter Wasser drin haben, Wasserdampf, dann werden wir davon gar nicht viel merken. Diese Luft macht auch kaum was nass. Das Wasser tritt nicht aus, weil die relative Luftfeuchtigkeit beträgt eben nur 50%. Da ist also die Hälfte von der Menge Wasser drin gelöst und verpackt, die in die Luft reinpasst. Ja? Wenn wir nur 20 oder 30% Luftfeuchtigkeit haben, dann macht die Luft erst recht nichts nass, weil da nur 30 oder 20% der maximal möglichen Wassermenge, die bei der Luft bei der Temperatur drin verpackt werden kann, eben entsprechend auch drin ist. Wenn wir aber 100% Luftfeuchtigkeit erreichen, wenn also die Menge Wasser in der Luft drin verpackt ist, die da reinpasst, und jetzt kommt noch 1% dazu, also 1 Milliliter in unserem Beispiel, dann schwirrt dieser eine Milliliter, der nicht mehr in das Luftgerüst reinpackt, passt, als separater Wasserdampf in der Gegend rum. Und der macht jetzt was nass. Das ist jetzt Nebel.
Ja? Das ist jetzt entweder eine Wolke, durch die man durchspaziert, wer das kann, ich kann es nicht, aber vielleicht gibt es ja jemanden, oder eben Nebel in Bodennähe, haben wir immer dann, wenn wir mehr als 100% relative Luftfeuchtigkeit erreichen. Und diese relative Luftfeuchtigkeit, mehr als 100% Nebel, tja, die macht natürlich was nass. Und wenn etwas was nass macht, dann ist es natürlich relevant für unseren Wasserkreislauf. Weil in dem Moment geht das Wasser raus aus der Luft und rein ins Ökosystem, bleibt zum Beispiel am Gras hängen, nasses Gras am Morgen. Wer da schon mal durchgelaufen ist, weiß, das sind durchaus ordentliche Wassermengen, die an so einer hohen Wiese da mal hängen bleiben können, wenn es Nebel entsprechend gibt. Oder bleibt es im Wald hängen, gerade insbesondere viel im Wald. Es gibt spezielle Kiefern, die in Nebelwäldern stehen, die ihren kompletten Wasserbedarf damit decken, dass sie den Nebel auskämmen. Die haben so super lange Nadeln, an denen einfach jede Menge Nebel hängen bleibt, Wassertröpfchen hängen bleiben und die regnen dann wiederum runter, wenn der Nebel vorbei ist, gehen in den Boden, werden dann von der Wurzel aufgenommen und die Kiefer hat das Wasser entsprechend zur Verfügung. Also der Prozess der Nebelbildung bei mehr als 100% relativer Feuchte, der ist ökologisch, der könnte fast nicht relevanter sein. Das ist wirklich ganz, ganz was Wichtiges. Und jetzt müssen wir wissen, die relative Feuchte ist eben mit dem Abstand der Moleküle, der Luftmoleküle zueinander, eben temperaturabhängig. Wir können jetzt also unsere Luft mit, sagen wir mal, 100 Millilitern Wasser pro Kubikmeter Luft drin, dieses Luftpaket können wir jetzt nehmen. Jetzt haben wir gerade 100% maximale Luftfeuchtigkeit, 100% relative Feuchte, so rum. Und jetzt machen wir diese Luft 10 Grad wärmer. Dann dehnen sich die Dinger weiter aus und statt eben entsprechend 100% relativer Feuchte zu haben, haben wir da jetzt nur noch, weiß ich nicht, 75. Ja? Die Zahlen sind wirklich erfunden von mir, ich kenne die entsprechende Formel nicht. Es geht nur ums Verständnis. Es wird dann jedenfalls weniger relative Feuchte, weil die Luft wärmer wird. Andersrum, wenn wir unsere Luft 10 Grad abkühlen, die ist nicht mehr 20 Grad warm, sondern, ich muss das Viech vor der Linse verscheuchen, sondern die ist dann 10 Grad warm, dann haben wir wahrscheinlich 150% relative Luftfeuchtigkeit und damit haben wir jetzt eine enorme Menge Wasser, die eben jetzt als Nebel da rumflattert und eine Rolle spielt, ja, und Dinge nass macht. Und das ist wichtig. So, warum ist das jetzt wichtig, von den Nebelfangkiefern mal abgesehen? Naja, wenn wir unser Wasser heiß machen am Meer, ja, Meeresoberfläche wird warm, Wasserdampf steigt entsprechend auf und ein warmes Luftpaket mit viel Wasserdampf drin steigt hoch. So, wenn wir jetzt in der Atmosphäre nach oben steigen, wer schon mal auf einem höheren Berg war, weiß das, dann wird es kalt. Was passiert dann also mit unserem Luftpaket? Es wird kalt. Das bedeutet, die Luftmoleküle ziehen sich zusammen. Das bedeutet, die mögliche Wassermenge, die zwischen unseren Luftmolekülen gespeichert werden kann, nimmt ab. Die Chance auf Nebel nimmt zu. Und genau das gibt es dann. Nebel, nur halt inzwischen oben. Und das ist eine Wolke. Und aufgrund jetzt verschiedener Temperaturunterschiede auf der Erde gibt es Wind. Ganz grob, warum gibt es Wind? Naja, weil es am Äquator heiß ist und an den Polen kalt. So, und das führt zu einem gewissen Strom von Luft, dass nämlich eben zwischen heiß und kalt der Versuch besteht, sich auszugleichen und das sorgt für Strömungen. Und diese Strömungen sind Wind. So, und da steigt jetzt eben in dieses bestehende Windsystem unser Luftpaket hoch, wird von irgendeinem wahrscheinlich größeren globalen Windsystem, vielleicht auch irgendwas Kleineres, Kleinräumiges, ist egal, erfasst und irgendwohin transportiert. Jetzt kann es passieren, dass es einfach weiter aufs Meer raus transportiert wird, unsere Wolke. Dann kommt entsprechend unter der Wolke möglicherweise weiterer Wasserdampf dazu. Die Wolke wird dicker, die Wolke wird kompakter. Die Menge an Wasser, absolute Feuchte jetzt, die in der Wolke transportiert wird, nimmt weiterhin zu. Die relative Feuchte nimmt auch zu, weil die jetzt 250, 300, 450 Prozent relative Feuchte hat, weil es ja kalte Luft ist. Und das ganze Ding wird jetzt übers Meer transportiert und nimmt immer mehr Wasser auf und kommt irgendwann an Land an. Kann aber auch sein, dass es über Meer abregnet, weil irgendwas passiert, wodurch das Ding abregnet. Beispielsweise ein Gewitter oder irgendwie sonst wie. Ja, dafür bin ich nicht Meteorologe genug. Das wären jetzt genau diejenigen Fachmänner und Frauen, die dafür zuständig wären. Ja, aber jetzt nehmen wir mal an, das Ding kommt irgendwo über Land an. Und über Land haben wir jetzt folgendes Phänomen. Es gibt Hindernisse.
Beispiel, kommt über Land an, an einem Berg. So, an diesem Berg knallt jetzt unsere Wolke, kann sie nicht durch. Sie macht jetzt erstmal den Berg ein bisschen schön nass. Okay, alles super, da ist jetzt ordentlich Nebel. Der Wanderer, der gerade an der Mauer, an der Wand entlangläuft und so weiter, wird schön nass, habe ich auch schon erlebt. Ist immer wieder faszinierend, wenn man Wetter so live miterleben kann, finde ich. Wie dem auch sei, jedenfalls, die Wolke will ja jetzt weiter. Weil die wird ja weiterhin vom Wind nach da geweht. Und da ist jetzt aber die Wand. Also muss die Wolke quasi hochsteigen. Und was passiert dann? Dann wird es noch kälter. Und die Wolke kann immer weniger Wasser aufnehmen, weil sie die Luft immer enger wird. Und irgendwann hat die dann so viel Wasserdampf dabei, einen so dicken Nebel, so eine dicke Wassersuppe, dass die schlicht und ergreifend zu schwer wird und runterfällt. So, und was gibt es dann? Ja, je nach Temperatur unten vor allen Dingen, Hagel, Schnee oder Regen. Und jetzt spielt natürlich nochmal eine Rolle für den Wasserhaushalt der Landschaft. Was sind jetzt die genauen Parameter, die Wolken festhalten? Ja? Haben wir irgendwas, was uns weiterhilft, dass die Wolke, wenn sie bei uns vorbeikommt, abregnet? Und die zweite Frage, die wir uns stellen müssen, wie weit weg sind wir vom nächsten Ozean, wo überhaupt Wolken entstehen und zu uns kommen könnten? Deswegen spricht man auch grundsätzlich in der Ökologie von kontinentalem oder atlantischem Klima. Atlantisch meint, oder ozeanischem Klima, um es mal allgemein auszudrücken. Bei uns in Europa ist atlantisches gemeint, weil der Ozean, den wir nebendran haben, halt der Atlantik ist. Während meinetwegen in Amerika, gut, Amerika hat auch noch Atlantikzugang, Asien hat kein atlantisches Klima, sondern ozeanisches, weil der entsprechende Ozean der Pazifik ist, der dafür das Wetter maßgeblich beteiligt ist. Ja? Aber wir sprechen bei uns gerne von atlantischem, aber ozeanisches Klima ist noch richtiger eigentlich. Ja? Und das hat man dann, wenn man eben nah am Ozean dran ist. Im Regelfall ist es so, dass nah am Ozean dran sein dazu führt, dass man regelmäßig Wolken über sich drüber fliegen hat, die dann, wenn sie gerade vom Wasser kommen und gerade vom warmen Wasser kommen und jetzt übers Land kommen, wo es möglicherweise kälter sein könnte, nicht muss, aber könnte, und dann kühlen die schön ab. Und sind ja noch sehr, sehr, sehr wassergesättigt, weil sie noch nie abgeregnet haben. Sie waren jetzt einen ganzen langen Weg übers warme Wasser unterwegs und wurden immer dicker und immer schwerer und immer schwerer. Und jetzt regnen sie natürlich zum allerersten Mal ab, wenn sie an der Küste auf Land treffen. Ist fast immer so, sobald die Wolke erstmal auf Land ankommt, dann regnet sie erstmal ein bisschen ab. Ein bisschen, nicht vollständig, nur ein bisschen. Deswegen regnet es in Schottland beispielsweise viel. Deswegen regnet es in vielen Küstenregionen vergleichsweise viel. Ist bei uns ja auch nicht anders in Deutschland. An der Küste haben wir relativ hohe Niederschläge, weil wenn die Wolke da mal ankommt, dann regnet sie erstmal ab. So, Problem ist jetzt folgendes. Wenn du jetzt auf dem Land nur eine flache Landschaft hast und keine Berge, wo die Wolke hängen bleibt, die als Barriere fungieren, dann und auch keine krassen Temperaturunterschiede jetzt gerade dafür sorgen, dass es der Wolke zu kalt wird und sie plötzlich abregnet. Das kann natürlich auch immer kleinräumig mal so sein, dass irgendwas dazu führt, dass es hier jetzt besonders kalt wird, weil da eine kalte Windströmung von woher auch immer, von mir aus dem Norden, irgend so ein nördlicher Wind runterkommt, der so richtig schön kalt ist. In Amiland wäre das zum Beispiel der Blizzard. Das ist ein Wind, der vom Norden von Kanada, Nordpolarmeer mäßig irgendwie längs durch die USA runterpusten kann und der ist verdammt kalt, der kommt nur im Winter, deswegen bringt er meistens einen Schneesturm mit und keinen Regen, aber das wäre ein Beispiel für einen kalten Wind, einfach nur um mal eins zu nennen. Jedenfalls, wenn da kein Gebirge ist, das ist zum Beispiel in Teilen von Frankreich so, dass da gar nicht mal so viele Gebirge sind. Dann kommt die Wolke halt über Gesamtfrankreich, ohne viel Wasser zu verlieren, über Gesamtfrankreich geflogen, bis sie dann irgendwann in Deutschland ankommt, beispielsweise gegen den Nordschwarzwald knallt und hat da zum ersten Mal, seit sie ein bisschen Wasser an der Küste verloren hat, jetzt einen Grund, um aufzusteigen, kälter zu werden. Mehr Wasser bildet sich, mehr Wasser kommt aus dem Luftgerüst raus, die Wolke wird schwerer, es tropft. Es tropft und wir haben extrem hohe Niederschläge in bestimmten Teilen des Nordschwarzwalds, weil es nämlich so ein kleines Loch zwischen Vogesen und Pfälzerwald gibt, wo die Wolken ungehindert durchkommen und dann zum allerersten Mal seit dem Atlantik im Schwarzwald entsprechend abregnen. Ist bei euch alles seitenverkehrt, normalerweise egal, aber ihr müsst euch das einfach so zurechtdenken, dass es einigermaßen geografisch passt.
meine Rumhantierereien und Rumhamblereien. Weshalb wir eben auf der Hornisgrinde, dem höchsten Berg des Nordschwarzwalds, der genau eben in diesem transatlantischen Fenster, wenn man es so nennen möchte, liegt, extrem hohe Niederschläge haben, höhere noch als überall sonst. Zumindest in vielen Jahren waren sie höher als überall sonst im Inland von Deutschland. Also abseits der Küste und auch die Alpen mal ausgeklammert, da gibt es dann auch nochmal höhere Niederschläge, weil an den Alpen einfach jede Wolke hängen bleibt. Die sind halt nun mal sehr hoch, vergleichsweise. So. Deswegen ist es eben so wichtig, was für kleinräumige Geländeunterschiede wir haben. Haben wir ein Gelände, das Wolken festhält? Haben wir ein Gelände, das Wolken nicht festhält? Das ist also wichtig, wichtig, wichtig für den Wasserhaushalt. Nämlich für die Komponente des Wasserhaushalts, die primär erstmal wichtig ist. Wie viel Niederschlag kommt denn überhaupt runter, da wo wir uns befinden? Gut. Nächste Komponente ist so ein bisschen, wie sieht es so generell landschaftsmäßig, reliefmäßig da aus, wo wir uns befinden. Nehmen wir mal an, wir hocken jetzt in meinem Fall eben im Schwarzwald. Und wir hocken, hier hocke ich jetzt am Bergfuß. Ja? Das heißt, sämtliches, also hier bin ich und hinter mir geht es nur noch den Berg hoch. Und wenn die Wolke kommt, bleibt sie spätestens hier hängen, regnet da drauf, das Wasser fließt da runter und hier bin ich. Also ich habe immer irgendwie Wasser, das vorbeifließt. Also nicht immer, aber sehr oft. Angenommen, ich hocke hier oben auf dem Gipfel. Ja? Wolke kommt, fließt hier hoch, tropft hier drauf. Jede Menge Wasser, ganz viel Wasser, jede Menge Niederschlag. Das Problem ist bloß, ich hocke hier auf einem Gipfel. Ein Gipfel hat jetzt die lustige Eigenschaft, dass ein Gipfel eben aus relativ wenig Platz besteht. Weil je spitzer der Gipfel wird, desto weniger Platz hast du da oben irgendwann. So, und wenn du jetzt wenig Boden hast, wenig Fläche hast, auf die es drauf regnen kann, da kann es jeden Tag 3000 Liter regnen, ist völlig wurscht. Du hast nur 4 Quadratmeter, um den Regen aufzufangen. Das wird dann trotzdem wenig sein an Niederschlag, was da generell verfügbar ist. Das sind natürlich jetzt völlig übertriebene Zahlen, ja, nochmal. Aber grundsätzlich ist das auch nochmal ganz wichtig in Gebirgen. Ja, es regnet ständig, aber B, man hat einfach nicht viel Möglichkeit, mit der wenigen Fläche, die man auf so einem Berggipfel hat, überhaupt Regen aufzufangen. Ein Gipfel ist immer ein trockener Bereich. Da kann es noch so oft regnen. Ja, da kannst du kein Wasser speichern. Wo soll denn das hingehen? Theoretisch ins Grundwasser. So, das heißt, es regnet auf unseren Gipfel und jetzt soll das Wasser nach unten sickern und hier irgendwo im Berggipfel einen Innerberggipfelsee bilden. Damit das funktionieren könnte, theoretisch könnte es das, ja? Praktisch wird das eher nicht so sein, es sei denn, wir haben einen Vulkankratersee, das wäre jetzt auch noch eine Möglichkeit, weil der Berggipfel, der ist halt eben nicht hohl und der ist auch nicht mikroporös, sondern besteht aus recht massivem Gestein. Und da kann kein Wasser, kein Grundwasser eindringen, weil der Grund eben wasserdicht ist. Wichtig, also merken, für Grundwasserbildung brauchen wir einen Grund, der Wasser überhaupt aufnehmen kann. Der also einen gewissen Hohlraum zur Verfügung stellt, in dem Wasser gespeichert werden kann. Also kann so ein Gipfel toll sein, um da jetzt mordsmäßig viel Wasser zu speichern? Nee. So, alternativ, ich wohne hier am Hang, so auf halber Höhe am Hang. Jetzt habe ich noch immerhin so viel Berg über mir, wo die Wolke hängen bleibt, draufregnen, das ganze Zeug fließt bei mir vorbei. Ja, das Blöde ist, es fließt vorbei, weil es ist ja ein Hang. Das heißt, werde ich hier großartig Grundwasserreserven haben, wenn ich hier jetzt wohne, ja, dann kann da schon ein bisschen Boden wäre zu erwarten. Ja, also eine gewisse Menge an Boden, die Wasser speichern kann, da ständig vorbeifließt. Wenn mal ein paar Tage nichts vorbeifließt, wird die Menge Wasser, die im Boden gespeichert ist, weniger und weniger und weniger und weniger. Aber für eine Weile habe ich erstmal Reserve. Ja, weil halt eben alles, was oben am Hang runterkommt, auch bei mir vorbeikommt und damit habe ich schon eine gewisse Fläche über mir, die für mich als Regenfänger dient.
Aber viel Grundwasser ist da immer noch nicht drin, weil das Grundwasser müsste ja auch wieder irgendwo im Gestein eine Mulde finden, wo es sitzen bleibt. Deswegen hast du da nicht. Erst wenn du unten im Tal hockst, ist der Berg ja zu Ende. Dir steht alles Wasser zur Verfügung, was den Berg runterkommt und nicht vorher von irgendwelchen Pflanzen oder irgendwelchen durstigen Wanderern oder Ziegen, Kühen, was auch immer man da oben am Berg für Vieh hält. Oder auch Hirschen, Rehen und Gamsböcken entsprechend aufgebraucht worden ist. Alles andere, und das wird nicht ausreichen, um da alles zu verbrauchen, mit Abstand nicht, kommt irgendwann unten an. So, und jetzt bin ich am Fuß vom Berg und da habe ich eine ganz andere Geologie. Die Geologie ist also für den Wasserhaushalt einer Landschaft ganz entscheidend. Nämlich der ganze Schotter, der irgendwann mal oben auf dem Berg lag. So ein Berg war mal im Regelfall vor ein paar Millionen Jahren noch ein bisschen höher. Und der ganze Schotter muss ja irgendwo hin. Und wo kugelt der hin? Ja, runter. Einmal nach da, einmal nach dort und jede Menge Schotter. Das heißt, wir haben am Fuß eines Berges fast immer irgendein Schotterfeld. Oder zumindest irgendein Feld aus feinem Erosionsmaterial, das vom Berg irgendwann mal runtergekommen ist. So, und dieses Material, das neigt jetzt dazu, zwischen den einzelnen Körnchen von Schotter, die da so grob übereinander liegen, natürlich auch Hohlräume zu haben. So, und Hohlräume sind jetzt gut, weil da passt jetzt Wasser rein. Und damit haben wir jetzt einen Boden, in dem auch Wasser nennenswert gespeichert werden kann. Und gerade an so einem Gebirgsfuß kann das durchaus mal sein, dass da sehr tiefe Böden, die theoretisch sehr viel Wasser aufnehmen könnten, vorhanden sind. Das Blöde ist jetzt bloß, dadurch, dass wir relativ häufig Wasser von da oben bekommen, gibt es da unten in dem Tal, weil das auch noch ein tiefster Punkt der Landschaft ist, mit Sicherheit auch ein Fluss. Ja? Das heißt, unser Wasser landet jetzt hier zwar im Boden, aber wir haben noch ein bisschen weiter unten, so ungefähr auf der Höhe, hier so ein Rhein beispielsweise. Und was macht der? Naja, der fließt jetzt in Richtung Kamera davon und nimmt sämtliches Wasser, das von diesem ganzen Boden hier gehalten wurde, nach und nach auch mit, geht alles in den Rhein und fließt davon. Das heißt, ein Fluss kann je nach Landschaftstyp und je nach Beispiel, das wir uns angucken, ich kann jetzt nicht 7000 Beispiele für Wasserhaushalte einer Landschaft durchkauen, kann so ein Fluss auch negative Folgen haben. Je nachdem, wo man gerade wohnt. Ja? Im oberen Bereich, wo man größtenteils der Versorger des Flusses ist, weshalb der Fluss überhaupt viel Wasser hat, da nimmt einem der Fluss tendenziell eher mehr Feuchtigkeit aus der Landschaft mit, als dass er mitbringt. Wenn man hingegen in den Niederlanden wohnt, dann kriegt man vom Rhein eher mehr Wasser, als dass er einem wegnimmt. Also eben nicht mehr Wasser, sondern mehr Wasser. Ach, verflucht. Also Süßwasser halt. Da kann das dann also wieder vorteilhaft sein, an so einem großen Fluss zu sein. Es kommt also immer ganz, ganz kleinräumig drauf ran. Das bedeutet also auch, je nachdem, wo der Wassertropfen runterfällt, ist er mal mehr länger verfügbar, mal weniger lang verfügbar. Und dann gibt es jetzt noch die Möglichkeit, dass wir irgendwo Wasserressourcen zum Beispiel anzapfen können oder zur Verfügung haben, die wir eigentlich gar nicht zur Verfügung hätten und die wir nur deswegen anzapfen können, weil wir eben über Hochtechnologie verfügen. Und da wäre dann der Brunnen zu nennen. Ein Brunnen geht ja runter bis ins Grundwasser. Das heißt, wir brauchen gar kein regelmäßig als Oberflächenwasser, also in Form von einem Bach, in Form von einem Fluss, bei uns vorbeifließendes Wasserchen brauchen wir gar nicht zu haben, weil wir das Grundwasser nutzen können. Das tun wir jetzt schon seit sehr, sehr langer Zeit tun wir das, was uns eben viele landwirtschaftliche Erfolge gebracht hat, aber eben auf Kosten dessen, dass wir den Grundwasserstand durch Grundwasserverbrauch, der eigentlich gar nicht stattfindet, eigentlich ist das Grundwasser raus aus dem System, kurzfristig. Ja? Das ist dann da unten und da ist es und ganz langsam entwässert das Grundwasser zum Rhein hin und der trägt es langsam davon und eben langsam kommt da auch wieder was nach und man hat ganz für lange, lange, lange Zeit als Gesamtlandschaft eben diesen enormen Grundwasservorrat als Puffer. Der puffert aus, wenn es mal lange nicht regnet. Vor allen Dingen puffert dann nicht Niederschlagsszenarien aus. Viel Niederschlagsszenarien, da ist es dann schlecht, so gesehen für uns jetzt, fürs Ökosystem nicht, da gibt es kein Gut und Schlecht, aber für uns jetzt wäre es dann schlecht, wenn wir sowieso schon viel Grundwasser haben und jetzt kommt nochmal eine riesen Flutkatastrophe, dann steigt das Grundwasser nämlich so weit an, dass wir irgendwann komplett im Wasser stehen. Ja, das ist dann natürlich weniger schön, aber für Trockenheitsereignisse puffert es ein wenig.
Es sei denn, man hat eben den Grundwasserspiegel jetzt weiter runter gesenkt durch falsche Landnutzung bzw. durch eben mehr Grundwasser verbrauchende Landnutzung. Zwei Beispiele will ich nennen. Einmal Intensivlandwirtschaft, obwohl eigentlich gar kein Wasser da ist. Zum Beispiel, wir begrünen Arizona oder ähnliche Landstriche der USA, die deswegen enorme landwirtschaftliche Leistungen vollbringen können, weil die dann noch fossiles Wasser drunter haben. Fossiles Wasser heißt, das sind Grundwasservorkommen, die mal irgendwann, als noch ganz andere Niederschlags-, Verdunstungs- und Wasserkreislaufsverhältnisse geherrscht haben, die heutzutage gar nicht mehr vorkommen, die da mal eingelagert worden sind. Vor, weiß ich nicht, 50.000 Jahren meinetwegen. Ja, ist nicht so wichtig, wie lange das her ist. Es ist jedenfalls sehr lange her. Und das Wasser ist seitdem unangetastet da. Das kann da nicht weg, es sei denn, man bohrt es an. Und wenn man jetzt dieses Wasser verbraucht, um da entsprechend Landwirtschaft zu betreiben, dann führt man dieses Wasser dem Wasserkreislauf wieder zu, weil nachdem man es auf sein Feld gekippt hat, die Pflanzen es aufgenommen haben, transpiriert haben, Photosynthese, das gibt das Wasser ja auch sofort wieder ab, ist das Wasser erstmal als Wasserdampf wieder in der Atmosphäre, dem generellen Wasserzyklus beigemischt und ist aber dann für die Bewässerung der Landschaft verloren. In so einer Landschaft, wo man also auf einer sich nicht regenerierenden Wasserquelle sitzt, spielt Wassersparen dann schon eine Rolle. Und da sollte man auch drüber nachdenken, inwiefern das eine gute Idee ist. Es ist eigentlich auch nicht schlimm, weil das Wasser hat ja fürs Ökosystem keine Relevanz. Keine Pflanze kommt da mit den Wurzeln mehr runter. Die Oberfläche ist ausgedorrt. Wenn man nicht den Brunnen buddeln würde und das hochholen, würde da auch so nichts wachsen. Das heißt, fürs Ökosystem ist es einfach nicht relevant. Und wenn du es dem Wasserkreislauf wieder zuführst, da passiert auch nichts Schlimmes. Dann gibt es halt ein kleines bisschen mehr verfügbares Wasser und ein bisschen weniger gespeichertes Süßwasser. Aber da muss man sich jetzt auch klar machen, nur weil man das jetzt wieder in den Kreislauf bringt, kriegt man nicht mehr Süßwasser, weil das Süßwasser ist, sondern es ist nur so lange Süßwasser, bis es zum ersten Mal wieder im Meer gelandet ist und ergänzt dann einfach erstmal den Salzwasseranteil. Bis dann bei mehr im Umlauf befindendes Wasser einfach die Menge des Wassers in der Luft, die Menge des Wassers, die aus den Ozeanen raus verdunstet, ein kleines bisschen zunimmt. Die nimmt aber auch wirklich nur ein ganz kleines bisschen zu. Weil selbst wenn wir all unser Süßwasser, alles, ins Meer kippen, ja, und überhaupt keine Süßwasserreserven auf Land mehr hätten, dann würde alles austrocknen, das geht gar nicht. Ja. Aber angenommen, wir würden das tun, das Meer hätte gerade mal 3% mehr Wasser. Ja. So, und worauf ich jetzt eigentlich im Wesentlichen hinaus möchte, es hängt ab von dem Abstand zum Ozean, wie viel Regen bei einem vorbeikommt. Wenn Regen bei einem vorbeikommt oder auch eben wenn kein Regen bei einem vorbeikommt, dann spielt es nochmal eine Rolle, was man dann für eine Landschaftsform hat. Hat man ein Gebirge, hat man eine flache Landschaft, hat man viele Senken. Wenn man zum Beispiel viele Senken hat, wird man Seen bekommen und gleichzeitig viel Niederschlag. Sümpfe, Moore, sowas in dem Stil. Ja, Moore brauchen eine gewisse kalte Temperatur, aber Sümpfe würde man mindestens bekommen. Oder eben Moore, wenn es dann kalt ist. Also vielleicht hat sich jetzt so ein bisschen ein kleines Bild herauskristallisiert, dass wir einfach viele, viele Einflussfaktoren haben, die den Wasserkreislauf mit kleinräumig beeinflussen. Und jetzt ist die Frage, inwieweit verändert es den Wasserkreislauf, wenn es wärmer wird? Ja, das wird es nämlich. Ja. Und das bedeutet, der Wasserkreislauf wird sich daran in gewisser Weise anpassen. Nämlich konkret, was passiert? Naja, früher oder später schmelzen sämtliche Gletscher. Inklusive dem grönländischen Eisschild. Der ist noch relativ mächtig, als ich das letzte Mal da war.
inklusive dem antarktischen Eisschild. Und die beiden haben zur Folge, dass der Meeresspiegel ein bisschen ansteigt. Das hat übrigens auch Auswirkungen auf den Wasserkreislauf, weil wenn wir mehr Meeresoberfläche und weniger Landfläche haben, dann haben wir auch mehr potenzielle Verdunstungsfläche an Meeroberfläche, die eben heiß wird, wo der Wasserdampf aufsteigt. Soll heißen, wenn wir also unsere Eisreserven auf dem Planeten, ich nenne sie jetzt mal so, verlieren, wenn die normal ins Salzwasser übergehen, dann haben wir erstens global gesehen weniger Süßwasser, weil diese Süßwasserreserven sind dann weg, ohne dass sie irgendwas nützen. Man kann nicht das schmelzende Wasser von den Gletschern irgendwo zwischenlagern, um eine Süßwasserreserve zu haben, sondern das geht ruckizucki ins Meer und ist dann kein Süßwasser mehr. Das ist nur so lange Süßwasser, wie es als Eis vorliegt. Sobald es geschmolzen ist, ist es sehr schnell weg. Also eine Süßwasserreserve sind sie dann nicht mehr, die Gletscher. Ja, wichtig, das muss man sich vergegenwärtigen. Ein Anstieg des Meeresspiegels sorgt für eine höhere Verdunstung. Ein Anstieg der Temperatur sorgt gleichzeitig für eine höhere Haltekapazität von Wasser in der Luft, relative Feuchte. Wir erinnern uns, eine wärmere Luft kann mehr Wasser speichern als eine kalte Luft. Also haben wir dann generell einfach mehr Wasser in der Luft unterwegs. Und das führt jetzt dann wiederum dazu, dass wir bei vermutlich einer Abnahme des Windes und der Windsysteme auf dem Planeten, warum nehmen die ab? Naja, weil der Antrieb vom Wind, hatten wir auch gesagt, der Temperaturunterschied zwischen Nord und Äquator ist oder zwischen sehr Süd und Äquator. Und hier kommt jetzt ein kleiner Sturm daher, nicht wundern. Ui, das ist jetzt schlecht, weil ich sitze unter Kastanie und habe jetzt Angst. Das könnte pieken, wenn ich eine abbekomme. Naja, hoffen wir das Beste. Jedenfalls, dieser Antrieb im Norden oder im tiefsten Süden ist kalt, im Äquator ist warm, der nimmt ab. Und jetzt haben wir also eine Veränderung unseres Wasserkreislaufs dahingehend, dass sich mehr Wolken bilden, die Wolken mehr Wasser aufnehmen, langsamer unterwegs sind, aber die Abregnebedingungen, sprich am Gebirge hängen bleiben oder sowas, werden sich vermutlich nicht verändern. Das heißt, es kommt jetzt ganz, ganz kleinräumig drauf an, was die Faktoren für das lokale Wetter sind. So, und spätestens an dieser Stelle brauchen wir jetzt die kompliziertere Wasserkreislaufgrafik. Da sind jetzt alle größeren, eine Rolle spielenden Prozesse drin, die beim Wasserkreislauf in irgendeiner Form dazu beitragen, inklusive zum Beispiel unterseeischer Vulkanismus unten rechts im Bild. Und es hängt jetzt ganz stark davon ab, wenn wir einfach davon ausgehen, dass wir mit einer Erwärmung eine Erhöhung der Verdunstung über Meer, also der Kondensation, dann ebenfalls dann auch, weil einfach mehr Wasser vom Meer aufsteigt. Diese ganzen Meerwitze sind toll, ne? Und dementsprechend auch mehr Wolke sich erstmal bildet, mehr Wolke erstmal ins Inland unterwegs ist. Das ist erstmal was, was grundsätzlich überall, wo Wolken unterwegs sind, zu einer Zunahme von Wolken führen wird. Das Problem ist aber, wir haben ja auch eine Verdunstung über der Landoberfläche. Ja, wir haben eine Verdunstung über Seen. Wir haben eine Verdunstung vom Regenwasser, nachdem es abgeregnet ist. Wenn wir also jetzt einen Niederschlag hatten und das Wasser liegt jetzt in gespeicherter Form im Boden vor und es ist aber wärmer, dann mag sein, dass ein bisschen mehr Wasser angekommen ist, aber das Wasser ist auch schneller wieder weg, weil es einfach schneller austrocknet. Und deswegen ist das, weil so viele verschiedene Faktoren dabei eine Rolle spielen, unglaublich schwer, da eine genaue Prognose abzugeben. Und die ganz, ganz grobe Regel lautet, für die meisten Regionen, wo man sich versucht, an Vorhersagemodellen, wie es bei einer Temperaturzunahme sich der Wasserhaushalt entsprechend ändern wird. Ja, das sind immer nur wirklich grobe Schätzungen. Und je kleinräumiger man das vorhersagen möchte, desto schwieriger wird es, weil umso mehr
Faktoren eigentlich mit einbezogen werden. Eine Großwetterlage einzuschätzen ist viel einfacher, als jetzt ganz kleinräumig die Wettersituation für genau diesen Berg da anzugeben. Das merken wir auch an Wetterberichten. Man kann ungefähr sagen, dass es im Raum so und so wahrscheinlich regnen wird. Aber manchmal, gerade bei mir im Schwarzwald ist das oft so, manchmal gehst du auf die andere Seite von dem Berg und plötzlich regnet es nicht mehr. Und vorne auf dem Berg regnet es. Ja? Und das sind wirklich so ganz Mini-Unterschiede, das lässt sich einfach mit unserer heutigen Vorhersagetechnik in keinster Weise prognostizieren. Und da geht es um Wettervorhersagen für den nächsten Tag. Und hier versuchen wir ja für die nächsten Jahrzehnte Prognosen zu machen, wenn man da sowas vorhersagen möchte. Das ist einfach schwierig. Das bedeutet nicht, dass die Prognosen falsch sind. Das bedeutet nicht, dass wir auf die nicht hören sollten, weil sie einfach die beste Informationsquelle sind, die wir haben. Alles andere ist Kaffeesatzleserei. Also wenn man die beste Informationsquelle ignorieren möchte, dann kann man das schon irgendwo tun, halte ich für nicht besonders sinnvoll, aber okay. Jedenfalls, es ist super schwierig. Und grob kann man vielleicht sagen, dass die Regionen, die jetzt schon sehr, sehr feucht sind, dann sind sie es meistens deswegen, weil mehr Niederschlag runterkommt, als gleichzeitig dann wieder aus der Landschaft raustrocknen kann, als abgeführt werden kann von den Flüssen und, und. Und wenn die Feuchtigkeit der entsprechenden Region dadurch entsteht, dass eben viel Niederschlag fällt, dann dürfen wir davon ausgehen, dass in Zukunft, dadurch, dass mehr Niederschlag fällt, weil mehr Wolke unterwegs ist, die Region tendenziell eher noch feuchter wird. Also feuchte Regionen werden meistens noch feuchter. Nicht immer, aber meistens. So während trockene Regionen nicht unbedingt davon profitieren, dass da vielleicht mal hin und wieder ein bisschen häufiger eine Wolke vorbeikommt, denn gleichzeitig mit der Erhöhung der Temperatur wird das Wasser, wenn dann da mal welches fällt, so schnell wieder vertrocknet und so schnell wieder verdampft sein, dass netto eher mit einer erhöhten Trockenheit zu rechnen ist. Aber das sind nur zwei der zahlreichen Stellschrauben, die da eben eine Rolle spielen. Und ich wollte nur mal so ein bisschen verdeutlichen, wie kompliziert das eigentlich ist, da irgendwelche genaueren Vorhersagen machen zu wollen. Und es ist typisch, dass die niederschlagsreichen Regionen mehr Niederschlag bekommen werden. Aber hilft es jetzt irgendeinem Ort inmitten von Zentralchina meinetwegen, wo sowieso schon Wüstenbedingungen sind, dass eine dickere Wolke mehr Wasser am ersten Gebirge, wo sie vorbeikommt, fallen lässt, um dann trotzdem kein Wasser mehr zu enthalten, beziehungsweise die Luft, die dann über der Wüste unterwegs ist, die hat schon längst sämtliches Wasser abgeregnet. Das heißt, das hilft besagter Wüste überhaupt nicht weiter. Im Gegenteil, wenn an den Gebirge vor der Wüste die Wolke ankommt und jetzt ist sie größer und schwerer, weil mehr Wasser drin ist, weil mehr Verdunstung stattgefunden hat, weil es wärmer ist, dann ist die Chance, dass die Wolke weiter unten fliegt, weil sie schwerer ist und dann alles Wasser am Gebirge verliert, bis sie endlich drüber ist, sogar noch höher. Und bisher bestand eine gewisse Möglichkeit, dass die Wolke vielleicht noch ein bisschen nur am Rand vom Gebirge geschrappt hat und noch ein Teil des Wassers bis in die Wüste dahinter vorgedrungen ist. Und jetzt kann man davon ausgehen, dass eher alles hängen bleibt. Deswegen die grobe Prognose für trockene Regionen, es wird eher noch trockener und windiger. Nein, es wird eigentlich nicht windiger. Och Mann, scheiß Wetter. Trockene Regionen werden wahrscheinlich trockener, nasse Regionen werden wahrscheinlich noch nasser. Jetzt will eine nasse Region nicht noch mehr Regen, weil irgendwann ist zu viel. Und eine trockene Region will bestimmt nicht noch mehr Trockenheit, weil irgendwann ist scheiße. Und deswegen hilft es im Grunde für die allermeisten Ökosysteme, was deren Wachstumsbedingungen angeht, und das bedeutet für uns Menschen dann wieder umgekehrt, für unsere Möglichkeiten, da irgendwelche Nahrungsmittel anzubauen oder Rohstoffe, also Bäume beispielsweise, Holz, ist das alles blöd, ja? Soweit wir es vorhersagen können. Kleinräumig können wir es nicht vorhersagen, was da passieren wird. Da ist das viel zu kompliziert. Es kann auch sein, dass es irgendeine Luftströmung geben wird, die sich durch die ganzen Veränderungen so sehr verändern wird, dass irgendwie der bisherige Wettermechanismus komplett außer Kraft gesetzt wird, dass meinetwegen die Wolken bei uns nicht mehr aus dem Westen kommen, sondern jetzt aus Norden.
wüsste nicht, wie das passieren sollte, aber kein Mensch kann das mit Sicherheit sagen, ob das nicht vielleicht so kommt, dass wir dann also eine ganz andere Wetterlage und eine ganz andere Klimasituation langfristig gesehen dann natürlich auch bekommen, als das momentan bisher vorhandene System. Das hätte gravierende Auswirkungen, ob zum Guten, ob zum Schlechten, was überhaupt gut ist, was überhaupt schlecht ist, ist dann nochmal eine andere Frage. So, aber vielleicht hat euch das jetzt in irgendeiner Form weitergeholfen, ein paar Takte eben zum Wasserkreislauf und zum Wassersystem, wo das Wasser jeweils herkommt. Es kommt immer aus dem Niederschlag, es plätschert immer irgendwo runter und fließt dann Richtung tiefsten Punkt, der meistens das Meer ist. Und unterwegs kann es gespeichert werden, muss es aber nicht. Kann Meer abtransportiert werden durch einen großen Fluss. Kann eben mal mehr, mal weniger runterregnen, weil Gebirge da sind, weil Gebirge nicht da sind, weil andere Faktoren wirken und. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Da müsstet ihr dann noch einen Hydrologen oder einen Meteorologen oder irgendjemand, der sich dann noch weiter mit der Thematik auskennt, dazu befragen, falls ihr da jemanden kennt. So, dann bin ich raus, wünsche einen schönen Abend. Bin sehr gespannt, was das Wetter hier jetzt gerade noch anstellt. Aber wenn ich mich so umgucke, glaube ich, sollte ich lieber flüchten. Macht's gut. Wenn ich dann noch lebe, dann gibt's demnächst noch wieder ein Video. Ja. Tschüss.